Hallo liebe Schüler und Schülerinnen, wir lernen heute Alltagssprache, ja? Hallo. Hallo. Bitte einen Satz. Was möchten Sie haben? Was möchten Sie haben? Und Brötchen. Ja, nochmal bitte. Brötchen. Aber sag mal, ich hätte gerne, ja? Ich hätte gerne Brötchen. Und Sie? Ich hätte gerne 2 Croissants. Croissant, Französisch. Nochmal? Ich hätte gerne 2 Croissants. Croissant, ich hätte gerne 2 Croissants. Noch was, bitte. Ich hätte gerne 2 Croissants oder was anderes? Was anderes. Okay, ich hätte gerne 2 Körnerbrötchen. Ich hätte gerne 2 Körnerbrötchen. Mag ich auch. Noch, bitte. Ich hätte gerne einen Berliner. Ein Berliner, ja? Was genau. Ist Berliner? Das ist Brot. Genau, oder? Das Brot, wo Marmelade drin ist. Ach so, Marmelade drin ist. Ach so, mag ich auch. Bitte. Ich hätte gerne ein Schokoteilchen. Ein Schokoteilchen? Ich hätte gern ein Schokoteilchen. Ein, ja? Ja. Ein Schokoteilchen, keine Ahnung. Dann suche ich im Internet. Und noch? Eine Brezel. Ein Brezel, ja. Ja. Brezel. Nochmal? Eine Brezel. Ich hätte gerne eine Brezel. Ich hätte gerne einen Brezel. Brezel und Rätsel. Was ist Rätsel? Brezel. Brezel. Noch was? Ich hätte gerne ein Stück Erdbeerkuchen. Oh, Sie haben viel Geld. Sie bestellen viel. Nochmal. Ich hätte gerne ein Stück Erdbeerkuchen. Oh, ja, mag ich auch, ja. Ich hätte gerne ein Stück Erdbeerkuchen. Ein Stück, nicht 2 Stück? Nee, ein Stück. Ein Stück Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen. Ich hätte gerne einen Käsekuchen. Ein Käsekuchen. Ich hätte gern einen Käsekuchen. Ein Käsekuchen. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Stell dir vor, du bist in einem fremden Land und gehst du wo? In einem Geschäft. Mhm. Was möchtest du sagen? Was ist das Schönste, was ich hier kaufen kann? Ah, nochmal bitte. Was ist das Schönste, was ich hier kaufen kann? Aber bitte langsamer, Sie sind Schüler. Was ist das Schönste, was ich hier kaufen kann. Hey, endlich einen Satz. Noch anderer Satz, bitte. Ich habe doch schon einen. Wir hatten gesagt einen Satz. Zum Beispiel, ich muss ausklugen, was ich frage. Wo bin ich hier, oder? Nein. Zum Beispiel, ich muss ausklugen. Ja. Dann sage ich, wo ist die Toilette? Wo ist die Toilette? Noch andere praktische Satz. Was kostet das? Ja, was kostet das? 1 Euro, 15 Cent? 50 Cent? 50 Cent. 1 Euro? Noch andere Satz, bitte. Wie spät ist es? Ja, genau. Wie spät ist es? Nochmal? Wie spät ist es? Wie spät ist es? Noch andere. Sie sind nett. Bitte nochmal. Wie weit ist es nach Köln? Ah, ja gut. Wie weit ist nach Köln? Ja, wie weit? Wie weit ist es nach Köln? Wie weit ist nach Köln? Und was antworten andere? Ich weiß nicht, so 30 Kilometer oder eine halbe Stunde. Eine Stunde, halbe Stunde. Gut, danke. Ja, das war alles. Schönen Tag noch. Ja, tschüss. Bitte schon, einer sagt. Ja, also, Butter, tschüss, okay. Ja. Ja, also ich würde schon sagen, wo etwas ist, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwo hin möchte. Zum Beispiel Parkplatz. Was sage ich? Wo ist der Parkplatz? Können Sie mir das sagen? Wo ist der Parkplatz? Genau, ja. Dritte Person. Bitteschön, ja. Bitte einen Satz bilden. Wenn Sie zum Beispiel in England sind, ja?
in einem Geschäft, was sagst du? Zum Beispiel? I will buy something. Nee, nicht Englisch, Deutsch. Ah, ich will was zum kaufen. Beispiel, ja. Ich will was kaufen. Ja, was sagst du? In einem Restaurant, was sagst du? Ja, könnten Sie mir bitte irgendwas bringen, also so, was in der Speisekarte? Aha. Ja, zum Beispiel. Nochmal bitte. Könnten Sie mir eine Speisekarte bringen? Können Sie mir bitte eine Speisekarte bringen? Könnten Sie mir eine Speisekarte bringen? Gut. Hallo. 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 Bitte einen Satz. Ja, was soll ich sagen? Zum Beispiel, du bist in einem fremden Land. Salam alaikum, das passt nicht. Ich brauche andere Grüße. Oder gib mein Geld zurück. Nochmal bitte. Das passt nicht. Ich brauche mein Geld oder eine andere Grüße. Ja, gut. Ja. Aber sag mal, ich hätte gerne, ja, wenn man höflich sprechen möchte. Ich hätte gerne ein anderes T-Shirt in einer anderen Größe. Bitte schön. Hallo. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Ja. Ja, ich habe vor, in dieses Geschäft zu gehen und mir ein Kleid zu kaufen. Ja. Aber bitte langsamer, damit andere Schüler verstehen. Ja, ja. Bitte. Ich habe vor, in dieses Geschäft zu gehen und mir ein Kleid zu kaufen. Und mir ein Kleid zu kaufen. Dankeschön. Und Sie bitte? Ich möchte gerne eine Hose mir kaufen. Extra. Ja. Ganz langsam nochmal bitte. Ich möchte mir eine Hose kaufen. Ja. Ja. Sie sind groß, musste ich auch groß sein, ja? Extra lang, Speziallänge 34. Nochmal bitte. Extra lang. Speziallänge 34. Speziallänge 34. 34. Bei mir ist 38. Hey? Ach, das? 38 ist das. 34 ist die Länge. Extra lang. Und was sagt man? Diese Bundweite. Bund ist 40 bei mir, 42. Ach so. Das ist Bund. Bund. Bundweite. Taille. Oder Taillenweite. Bund. Taille oder Bund? Nochmal? Taille oder Bund? Ja. Ja. Und was ist die Taille? Was soll ich fragen? Welcher Bund habe ich? Nee, welche Größe? Welche Größe? Nein. Wenn ich mir eine Hose kaufe, ja, dann frage ich nach der Taillenweite. Was fragst du, bitte? Nach der Taillenweite. Bundweite. Was sagst du zu Geschäft? Also, guten Tag, haben Sie eine Hose in Größe 42? Ja. Ah ja, gut. Ja. Mit 34er Länge. Ja. Ah ja, nochmal bitte, nochmal. Guten Tag, haben Sie eine Hose in Größe 42? Haben Sie eine Hose in Größe 42 und mit 34er Länge. Mit 34er Länge. Länge. Aber meine Länge ist klein. Ich glaube, die wenigsten haben diese Größe. Ja. Wenn ich springe, dann bin ich klein. Ja, genau. Da gibt es aber auch speziell kurz. Ja, extra kurz. 27-28er Länge. Ja, meine. Hast du 21? Nee, ich habe 30er Länge. 30. Ich habe 32 oder 34. Nein, ich bin kleiner. Natürlich. Ja. danke, wir haben was gelernt. Dankeschön. Okay. Schönen Tag noch. Ja, nochmal bitte. Es ist egal, was ich bestelle. Ja, egal. Hallo, einmal bitte eine Zimtschnecke. Zimtschnecke? Ja. Zimtschnecke. Schnecke. Zimtschnecke? Das ist so ein Gebäck. Gebäck. Ach so, ja, nochmal bitte. Hallo, einmal eine Zimtschnecke, bitte. Hallo, einmal ein Zimtschnecke, bitte. Und wenn ich ein Eis bestelle, was sage ich? Hallo, ein Eis, bitte.
Ein Eis bitte, aber dann fragen Sie im Becher oder in einer Waffel? Dann kannst du sagen, zum Beispiel in einer Waffel oder in einem Becher. Ja, ja, aber bitte etwas laut, nicht so langsam. Die Schüler hören das nicht gut. Ja, nochmal bitte laut, stark und mit guter Laune, ja? Dann kann man sagen, ich möchte ein Eis in einer Waffel oder in einem Becher halt. Oder, und man kann auch die Sorte sagen. Ja, genau. Nochmal bitte, ich hätte gerne ein Eis in der Becher. Okay, ich hätte, hallo, einmal bitte ein Eis in einem Becher, bitte. In einem Becher, oder? Ja. In einem Becher und, oder, in einem Waffel? Ja. Nochmal bitte. Einmal bitte ein Eis, bitte, in einem Becher und in einer Waffel. In einer Waffel? Ja. Ja? Dann komm bitte! Zum Beispiel, stell dir vor, du bist in einem Restaurant mit deinem Freund. Mhm. Was bestellst du? Ich bestelle eine Pizza. Ja, genau, ich mag das auch. Dann sage ich, ich hätte gerne eine Pizza. Ich hätte gerne eine Pizza. Ich habe Hunger. Ja. Ja, und noch was? Eine Cola. Ich hätte gerne eine Cola. Ich hätte gerne eine. Eine. Cola. 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 Aber Cola ist nicht gesund, oder? Ein Wasser. Ein Wasser, gut. Aber wir haben zwei Sorte von Wasser. Stilles Wasser und? Mit Kohlensäure. Ja, mit Kohlensäure. Mit Kohlensäure oder Kohlensäure? Kohlensäure. Kohlensäure. Nochmal. Nee. Ich hätte gerne Wasser ohne Kohlensäure. Ich hätte gerne ein Wasser ohne Kohlensäure, bitte. Ja, genau. Und einmal, ich hätte gerne Wasser. Ich hätte gerne ein Wasser ohne Kohlensäure, bitte. Danke, tschüss. Wie war das Video? Schreiben Sie in die Kommentare. Vorteile, Nachteile, welche Video möchten Sie noch schauen? Schreiben Sie Ihre Meinung über die deutsche Sprache und so weiter. Schönen Tag noch. Tschüss.